Ja, moin! Willkommen zurück zu Clash Royale, liebe Freunde. Oder wie ich früher immer sozusagen pflegte, Clash Royale! Ist das eine epische? Es ist der Wut! Nun, ich habe Glück. Sehr wohl. Mal wieder. Wobei ich auch gegen Gems nichts, gegen einzuwenden. Ich hätte ja auch nichts gegen Gems gehabt, aber ist egal. Ja, juckt nicht. Wissen Sie Bescheid. Ja, ansonsten, beim letzten Mal haben wir den Funky bekommen, also mal wieder einen Funky. Und ich habe mich sehr gefreut. Das ist gar nicht zu leugnen. Und der Funky Nummer 2! Funky, ja, Bruders, Funky! Mein kleiner Funky-Bruders! Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Es war wieder relativ cringe, aber ich sag mal so. Passiert. Ja, das sind halt meine Gefühle, die ich da habe. Da werde ich meistens von meinen Gefühlen, ja, übermannt. Muss man sagen. Kommen jetzt noch für gewöhnlich oder kommt jetzt noch eine epische? Oh, schade. Aber es sind die Elite-Barbaren. Auch nicht schlecht. Sehr wohl. Du dienen. Gut, dann lasst uns mit diesem Deck weitermachen. Ich finde es gar nicht mal so schlecht. Nein, nicht kaufen. Ich finde dieses Deck wirklich gar nicht mal so schlecht. Wir haben im letzten Part bewiesen, dass wir es beherrschen. Es ist nicht so elixierteuer wie, manche andere. Ihr seht, wir haben wirklich mit diesem Deck, nonstop Siege eingefahren. Ja, wir haben Siege eingefahren. Zwei sehr klare Siege, ein relativ, ja, gemächlicher Sieg. Aber juckt nicht und weiter geht's, Brüders. Ja, mit dem Level 2 Funky, muss ich sagen, haben wir auch die Vorteile, dass wir zum Beispiel dann auch eine Valkyrin one-shotten können, was richtig, richtig gut ist. Was ich sehr, sehr... Okay, das ist Level 8. Okay. Was ich wirklich sehr, sehr, sehr gut finde, was ich sehr, sehr, krass finde, weil das war damals immer das Problem mit dem Level 1 Funky. Valkyren haben immer überlebt und das war nicht so geil. Na? Es gab auch nie so geile Sachen, muss ich sagen. Meine lieben Freunde. Sehr wohl. Yes! Seht ihr, da hätte ein Level 1 Funky jetzt gerade versagt und jetzt gerade in dem Moment, bam, an den Tower gehittet. Also es ist wirklich, mit diesem Deck die Sache und auch gerade mit dem Funky Level 2, er teilt mehr Schaden aus, er steckt viel, viel mehr ein und, ja, geile Sau auf jeden Fall. Aber die Taktik, die er da hat, naja... Naja. Macht er sowieso wieder seinen scheißen Dreck da. Du dreckiges Schwein, du! Ja, ich sag mal so, in der letzten Minute machen wir ihn platt. So, da hat sein Infernoturm auch nicht mehr die größte Chance. Also, er hält einen schon relativ gut zurück, muss ich sagen, aber er kommt auch nicht an meinen Tower ran. Er defft nur und, das ist ein großes Problem. Na, wenn er jetzt gleich wieder sein Eismagier macht, er macht immer das Gleiche, immer, es ist so berechenbar. Es ist einfach so unfassbar berechenbar. Gut, jetzt in der letzten Minute haut er nochmal so ein bisschen auf die Kacke. Probiert er sich zu beweisen. Auch wenn seine Art zu spielen sehr dreckig ist, muss ich ganz klar sagen, es ist einfach unverdient, wie er spielt. Es ist einfach unverdient. Es ist schon sehr unverdient, muss ich sagen. Einfach ständig da seinen Kack aufstellen. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool, muss ich sagen. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich so loslassen.
Es ist nicht schön, was er da macht. Einfach nur unverdient. Was hat der für einen Feuerball gehabt? Einfach nur unverdient. Einfach nur unverdient. Ja, Level 7 mit Level 8. Alles klar. Natürlich, genau. Ist das irgendwie ein Cheater oder was ist das für ein Spasti? Das ist doch der übelste Cheater, oder nicht? Level 8 und dann so krasse Karten. Der will mich doch verarschen. Der will mich doch verarschen. Nee, also, nee. Das war sowieso schon so Inferno-Turm. Das war sowieso schon die Sache, ne? Inferno-Turm. Nervig. So, ne? Ich will mich darüber jetzt auch nicht aufregen oder so. Es ist halt Fakt, ne? Der Typ hat genervt. Er hat hart rumgenervt und das war es halt im Endeffekt, ne? Kannst nichts gegen nervige Leute tun. Das geht halt einfach nicht. Ist halt einfach so. Muss man sich mit arrangieren, sage ich jetzt mal, ne? War einfach eine nervige Person und Level 8 und denkt, er hätte was drauf. Also das sind immer die Besten. Immer diese Level 8er, die denken, sie hätten es drauf. Immer die Besten, Alter. Lächerlich. Einfach nur lächerlich, weißt du? Ja. Ja, seine Taktik, Inferno-Turm, ja, ist halt noobig sowas. Das ist kein Skill. Das hat nichts mit Skill zu tun. So die Truppen zurückzuhalten. Hat nichts im Entferntesten mit Skill zu tun. Das ist kein Skill. Jetzt meine Oma ja geschafft, so. Das ist ja das Ding. Das ist ja das Dreckige. Steht da? Natürlich ist auch seine Rakete so krass, dass mein Level 2 Funky das auch nicht überlebt. Das ist auch richtig krass. Ja. Naja. Naja, naja, naja. Ich weiß ja nicht, ne? Hat mir jetzt nicht so gefallen von diesem Typen. War echt nicht so geil, muss ich sagen. Das war nicht cool. So. Und der spielt auch so, naja, ne? Seine Rakete. Natürlich mit seinen Hütten. Was ja auch schon hart abnervt, so. Er kann ja auch nichts anderes so, als mit seiner Rakete den Tower zu zerstören. Richtig dreckig. Was auch wieder nichts mit Skill oder so zu tun hat. Halt ihr zurück. Jetzt hat er aber auch gleich wieder seine Rakete am Start. Und dann kann ich auch wieder direkt einpacken. So. Ist halt Kacke, ne? Kannst du halt nichts gegen machen. Kannst du halt leider nichts gegen tun. Ist halt leider so. Also wenn Gegner und so, wenn die letzten beiden Gegner nur mit irgendwelchen Wurfwaffen gewinnen können, ist auch wirklich traurig dann, ne? Kannst du auch nichts gegen machen. In meinen Augen. Ist halt nervig so. Ist halt nervig. Kannst du nichts gegen machen. Ne? Ist halt nervig so. Aber Hütten-Spammer kommen ja seit dem Update viel häufiger vor. Ich weiß gar nicht warum. Ne? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ach, ich weiß ja nicht. Die nerven halt ab. Die nerven halt hart ab, diese Typen. Können ja auch nichts anderes als rumnerven so. Abgesehen davon. Die können ja auch gar nichts anderes. Die können ja auch nichts anderes. Ne? Wenn ihr auch gegen Level 10er und so spielen muss, ist ja auch sehr traurig. Da ist auch traurig dann, ne? Mit ihren stärkeren Karten. Der Level 8er gerade eben war auch traurig so. Warum hat der bessere... Als hätte er nur dieses Deck benutzt das ganze Leben lang, dass er da seine Level 10 Truppen hat. Naja, ne? Naja, ne? Naja.
War für mich jetzt auch unverständlich so an sich. Hab ich auch nicht ganz verstanden. Aber gut, wenn er meint. Wenn er meint, dann ist das halt so. Auch da kommst du wieder nicht durch. Das ist einfach Fakt. Da kommst du auch wieder nicht durch. Dann kannst du auch wieder nichts gegen machen. Na, ich kann höchstens den Tower Damage von mir reduzieren. Mehr kann ich hier nicht tun. Gegen den Jappen kann ich auch wieder nichts anstellen. Geht halt einfach nicht, ne? Kannst du auch wieder nichts gegen machen. Ist halt leider so. Dann der Verzweiflungsakt mit dem Elite-Barbar ist ja auch wieder richtig traurig dann, ne? Ist ja auch wieder richtig traurig dann. Ha. Naja, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Müssen wir das höchstens noch verteidigen und dann läuft das auch. Versucht das nochmal mit der Prinzessin ein bisschen Tower Damage zu machen, was ja auch voll die Kunst ist so an sich, ne? Ist ja auch mega die Kunst. Der Typ hat's auf jeden Fall drauf. Der kann's. Ne, da bin ich ehrlich, ich verteidige da einfach. Auch wenn es vielleicht Pussy ist, aber ist mir egal. Ja, wie gesagt, da muss man manchmal auch dreckig spielen. Ist dann halt auch so, ne? Ist dann halt auch so, ne? Ich meine, wenn man so dreckig spielt mit einer Rakete an den Tower, um halt nur zu gewinnen und so oft wie möglich Raketen an den Tower zu hauen. Naja, ne? Da muss man auch manchmal so sein, ne? Geht ja auch nicht anders. Geht ja auch nicht anders, ne? Muss man manchmal genauso spielen, ne? Hilft ja nichts. Ne? Hilft ja nichts. Hm. Ja, wir spielen jetzt mal gegen die Barbaren an, weil der Funky eigentlich ein ganz guter Tower, nicht Tower, ein ganz guter Counter gegen sie ist. Jetzt stellen wir uns soweit unsere Armada auf. Okay, das war auch relativ gut von dir. GG auf jeden Fall an dich an der Stelle. Er kommt trotzdem dran und das ist es für den Tower auch eigentlich dann auch wieder gewesen. Da seht ihr mal, Hütten-Spam ist nicht alles. Stimmt's, Mr. Potter? Hütten-Spam ist nicht alles im Leben und wir werden es jetzt verteidigen und werden genauso die Geschütze auffahren, wie wir es gerade eben auch gemacht haben. Ganz ehrlich. Du musst so verteilen. Also, das kann von mir aus jetzt den ganzen Kampf über so gehen. Er wird nur geringfügigen Tower-Damage machen und wir werden das hier dominieren. Das ist auch lächerlich dann, ne? Also, ein bisschen lächerlich darf man das schon finden, oder? Aber wenigstens ist das Barbarenhütte, ist die Barbarenhütte kaputt. Das ist ja auch schon mal die Hauptsache. Und abgesehen davon, der Typ kriegt das nicht hin. Der Typ wird den Tower nicht kaputt kriegen. Mit seiner jetzigen Taktik wird er den Tower nicht kaputt. Mal, was macht er denn da auch? So, was macht er denn da? Er hat ja auch nichts anderes außer seine Tower und außer seine Häuser und das war es dann halt auch wieder, ne? Seine Hütten hat er da und das war es auch. Im Endeffekt, ne? Mehr hat er ja nicht. So, er hat seine Pfeile weggeschmissen. Gerade eben, das ist ja auch ganz gut an sich. Aber es ist natürlich einfach traurig, wie dieser Typ spielt. Ich meine, er hat auch nichts, um klar nach vorne... Ah, ja, jetzt packt er die Hexe aus. Okay, die Hexe. Gut, das schenke ich dir dann. Aber das wäre es dann auch im Endeffekt.
Barbaren sterben. Ich habe gesagt, er wird nur geringfügigen Tower Damage machen. Und was hat er getan? Geringfügigen Tower Damage. Nicht mehr. Das war's. Ne, also, heute haben wir so die nervigen Leute, mit denen nur mit ihren Wurfwaffen agieren können. Die wir gerade eben in den ersten zwei Kämpfen gesehen haben. Was anderes können die auch gar nicht. Aber im Endeffekt, ja, läuft, ne? Mhm. Ja, gut. Wollen wir noch einen Kampf machen? Ne, ich würde sagen, wir beenden den Part. Haben uns im Kreis gedreht, aber ich sag mal so. Ja, ist egal. Ne? Was soll man dazu noch sagen? Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Die ersten zwei Leute waren halt übertrieben nervig, die konnten halt auch nichts anderes. So, ne, wenn du da so ein Level 8 da falsch einschätzt und du kannst halt nicht sehen, was er für ein Feuerball-Level hat, kannst du ihn nicht einschätzen. So, du kannst jetzt nicht sagen, okay, für seinen Feuerball wird den Tower auf jeden Fall kaputt hauen. So, weil mein Feuerball, was hat der für ein Level? Ich glaube Level 6 oder so. Und ich hatte, glaube ich, 200, weiß ich nicht wie viel, 220 Leben hatte mein Tower noch gehabt. Und ja, mit einem Level 7er Feuerball ist ja klar, dass der Tower nicht steht. Ja? Ist ja klar. Kannst ja nichts gegen machen. Gut, ich will raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.